Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, neues Jahr, neues Glück, Veränderungen kommen dazu. Und ja, darüber wollte ich mal mit euch reden. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte über mich. Es gibt etwas, was ihr nicht über mich wisst, könnt ihr auch nicht wissen, weiß eigentlich fast kaum einer von mir. Was weiß eigentlich fast kaum einer von mir? Doch, ist grammatisch richtig, ne? Ja, doch, weiß fast kaum einer von mir. Ja, entschuldigt. Also mal abgesehen davon, dass ich total der Grammatikwichtel bin, gibt es etwas, was ich nicht oft erzählt habe. Und ja, ich habe ein ganz komisches Hobby. Also ich verbringe einmal in der Woche oder zweimal in der Woche um die 4 Stunden damit, mir. Ja, wie sage ich das am besten? Mir Artikel über Serien, Animes, Prominente, wie auch immer, zu sammeln, indem ich die einfach dann nur kopiere, PDF, Ordner, fertig. Und dann schmeiße ich, dann kommen die von meinem einen Gerät aufs nächste Gerät, werden dann dort kurzzeitig abgeliefert und einmal im Monat, wenn ich dann die Datensicherung mache, kommen sie auf die Festplatte, ungelesen, ohne alles. Heute habe ich mich entschieden, dass es Schwachfug ist. Dass ich damit, auch wenn es nur Kilobyte Größenordnungen sind, dass ich damit Platz verschwende. Und dass es ja gar keinen Sinn macht, Sachen zu sammeln, die man nicht liest, die man nicht gedenkt irgendwann zu lesen, die man nicht mal durchguckt richtig, sondern einfach immer bloß dieses Copy-Paste-Ding macht, damit man irgendwie seinen Tag voll kriegt. Und das ist Unsinn. Und deswegen habe ich heute etwas sehr Großes an mir verändert. Und zwar daran, dass ich heute, ich tue die nämlich immer in Ordner und ich habe da immer diesen Ordner, der heißt wichtige Artikel. Dann kommt dann Unterordner 1 bis 30, Serien, dann Sport, Politik, sonstiges, Doppeltes. Und ich habe heute mich entschieden, weil ich immer meine ganzen Artikel über Prominente zum Beispiel sei in Doppeltes drin ist. Und da hatte ich zum Beispiel sei alleine 50 diesen Monat zusammengesammelt, dass ich die jetzt alle gelöscht habe. Sammle ich nicht diesen Monat. Ich höre jetzt damit auf. Ich werde jetzt peu à peu pro Jahr eine von diesen Kategorien auslaufen lassen, weil es braucht nur Zeit, es bringt mir nichts. Und am Ende des Tages sind alles Sachen, die ich nicht mal mehr für mich in meinem Kopf behalte. Also wozu mich und meine Festplatten vollmüllen, wenn es nichts bringt? Und ich finde, es ist zwar nur eine kleine Veränderung im Vergleich zu der Veränderung, die mich jetzt bald erwartet, aber es ist der erste Schritt für mich zu lernen, auszumisten. Und wenn ich dieses Ausmisten lerne, dann fällt es mir dann später leichter, weil das muss ich bald hier in der Wohnung auszumisten. Und wie sage ich immer, meine Festplatten sind ein Sinnbild meines Kopfes. Also, wenn ich meinen Kopf nicht vollmüllen will, dann muss ich das lernen, langsam mal anders zu machen. Und heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens und deswegen fange ich heute damit an. Und Habe ich schon. Und ich habe jetzt einfach keine Lust mehr für mich. Meine Zeit, meine Lebenszeit auf diese Art zu verschwenden. Weil ich kann in dieser Zeit, in der diese 4 Stunden, die ich pro Woche dann oder Monat damit verbringe, oder noch mehr, ich weiß es gar nicht, weil ich es noch nie überlegt habe, weil ich einfach immer nur angefangen habe zu arbeiten, kann ich auch zum Beispiel damit verbringen, meinem Vater ein leckeres Abendessen zu kochen. Oder wir können zum Beispiel auf unserer Grillplatte zusammen ein schönes Pfannenbrot machen, das dann so mit so ein bisschen, das dann aufmachen so an der Seite und dann da so Zeug reinstopfen in die Teigtasche. Und dann was Leckeres zusammen essen und einfach ein schönes Erlebnis haben. Und ja, und um mehr Zeit zu haben für das, was wirklich wichtig ist, möchte ich die Dinge, die nicht wichtig sind, langsam dezimieren. Und das ist mein Tipp an alle da draußen. Überlegt mal wirklich ganz genau, was macht ihr für Dinge, die ihr nur macht, damit ihr damit Zeit befüllt. Nicht, weil sie euch Spaß machen, nicht, weil sie euch irgendwie was geben, sondern einfach nur, weil sie eure Zeit befüllen und ihr am Ende des Tages eigentlich da sitzt oft und dann euch die Frage im Kopf schießt,
warum wird meine Festplatte oder was auch immer immer voller? Und eigentlich bin ich schon so weit weg davon, da irgendwas noch aufholen zu können, dass ich schon aufgegeben habe, da überhaupt irgendwie zu versuchen, es aufzuholen. Das ist mein Ding 2021. Ich will Ende 2021 nur noch die Serien und die Animes, und die Promi-Artikel, die mich wirklich interessieren und die ich auch wirklich lesen will, zu sammeln. Und da das nur sehr wenig Zeug ist, werde ich da wahrscheinlich immens wenig, viel weniger Zeit brauchen. Und ich will auf jeden Fall das dann durchziehen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was werdet ihr dieses Jahr ändern und was wird für euch eine Sache sein, die ihr anders machen wollt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.